Und wieder ist ein neues Kurevo-Modell von Roborock aufgetaucht. Was er können soll, erfahrt ihr jetzt wieder kurz und kompakt in diesem Video. Ihr schaut Smart Home TV und in diesem Video gibt's ein paar Infos zum Roborock Kurevo Master. Die Videoschnipsel, die ihr im Hintergrund sehen könnt, sind im Übrigen vom Roborock Kurevo Pro, welcher auch sehr interessant ist und hier schon getestet wurde. Das Video dazu verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Das nächste Testvideo lässt leider noch etwas auf sich warten aufgrund von unerwarteten Problemen. Grund genug mal zu schauen, was sich eben so Neues am Saugwischrobotermarkt tut. Der Kurevo Master könnte da nun ein ganz interessantes Modell werden, denn er bekommt einige Features des Topmodells S8 Max V Ultra. Denn er wird nun auch die Duo Roller Riser Bürste bekommen, die zudem noch anhebbar ist, was schon mal der erste kleine Unterschied zum Kurevo Max V ist, und der Kurevo Max V ist ja aktuell noch das stärkste Modell aus dieser Serie. Der Kurevo Master wird ihn da sicherlich bald ablösen. Auch bei der Saugleistung gibt es eine Steigerung zum Kurevo Max V, denn diese steigt von 7000 Pascal auf 10.000 Pascal, was eine ordentliche Steigerung ist. Ebenso dabei natürlich auch die neue Sprachsteuerung von Roborock, die einiges erleichtern soll. Ich finde allerdings diese Sprachsteuerungen bei Saugrobotern aktuell noch wirklich ausbaufähig, da man stellenweise nur allgemeine Befehle geben kann und nicht spezielle Befehle erteilen kann. Was dann natürlich auch ein Grund ist, warum ich aktuell die Sprachsteuerung wirklich wenig oder gar nicht nutze und dann lieber einfach das Ganze über die App einstelle. Auch dabei klar das ausfahrbare Wischbett hinten, um eine ordentliche Kanten- und Eckenreinigung zu ermöglichen, was das Wischen angeht, und die ausfahrbare Seitenbürste vorne, genannt Flexi Arm Design Sidebrush, darf natürlich auch nicht fehlen und ist mit an Bord. Die All-in-One Reinigungsstation ist logischerweise auch mit dabei, wobei man sich hier anscheinend etwas beim Dreamy X40 orientiert hat, was ja erstmal nichts Schlimmes ist. Ich habe den X40 Ultra von Dreamy zu Hause und bin wirklich sehr zufrieden damit. Zum guten Ton gehört es dann natürlich auch beim Kurevo Topmodell, was der Kurevo Master dann sicherlich sein wird, dass alle möglichen Features mit an Bord sind, heißt Heißwasser-Mobwäsche, Heißluft-Mobtrocknung, die intelligente Schmutzerkennung in der neuesten Version und vieles mehr. Im Prinzip könnte man sagen, dass man hier eigentlich alle Features des S8 Max V Ultra bekommt, nur eben mit der bewährten Wischtechnik des Kurevo, nämlich den rund rotierenden Wischpads. Und auch preislich wird der Kurevo Master attraktiver als das große Topmodell, denn hier bewegen wir uns wahrscheinlich ein paar hundert Euro darunter, was für viele dann den ausschlaggebenden Punkt geben könnte. Er soll wohl 1199 Euro kosten, was anhand der gebotenen Features im Vergleich zum S8 Max V Ultra dann natürlich günstiger wäre. Für mich ist die Kurevo-Serie von Roborock eh der heimliche Favorit, weil auch die Basisstation etwas kompakter ist als beim Topmodell, dem S8 Max V Ultra. Bei Otto ist dieses Modell schon gelistet, jedoch aktuell nicht erwerbbar. Wann er genau bei uns in den Verkauf geht oder ob er vielleicht schon im Verkauf war und aktuell nur ausverkauft ist, dazu kann ich leider aktuell noch nichts sagen. Wohl aber, dass dieses Modell für viele genau das sein könnte, was sie suchen, alle Top-Features zum etwas günstigeren Preis. Entscheidend ist dann nur noch, für welche Wischtechnik ihr euch entscheiden wollt. Was sagt ihr zu dem Modell? Wäre das was für euch? Schreibt eure Meinungen gerne mal in die Kommentare. Hat euch dieses Video wieder gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da dafür, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Und wie immer sage ich natürlich danke, dass ihr auch hier wieder reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.